Das Buch Engel unterwegs, Soli Deo, Gloria Baruch Hashem von Gertraud Meyer können Sie ab sofort in der Erstauflage bestellen. War Nikolaus ein Engel oder war er nur ein extrem gut aussehender, hilfsbereiter Mann, der mir, einer alleinstehenden Frau, in einer Notlage beistand und dann ganz plötzlich verschwand, sich sozusagen in Luft auflöste? Die Autorin erlebt ein Wunder nach dem anderen, eine faszinierende Lebensgeschichte. Bestellen Sie jetzt das Buch per Vorkasse zum Preis von 13,80 Euro plus Versand unter office@joyvideo.de. Wenn Sie 10 oder mehr Bücher kaufen wollen, zahlen Sie nur 9,80 Euro. Geben Sie uns Ihre Anschrift bekannt. Nach Eingang Ihrer Zahlung auf unserem Konto senden wir Ihnen das Buch zu. Alle Informationen rund um die BIC- und IBAN-Nummern erhalten Sie auf unserer Homepage www.joymusicvideo.de. Das Buch ist auch ideal als Geschenk. Greifen Sie jetzt zu! Herzlich willkommen zur Senderei Lichtblick, heute wieder aus Jerusalem. Wir haben einen ganz besonderen Gast, den Hatim und die Renate. Und es ist eine Ehre für mich, dass ich euch kennenlernen durfte in Ramah in Galiläa mit meinem Bruder zusammen. Und jetzt sind wir schon auf deine Geschichte gespannt und nachher deine Lebensgeschichte. Vielen Dank. Ja. Ja, hallo, ich bin Hatim Jiryes. Ich sage immer, ich bin ein Araber, ein Christ aus Israel. Wenn ich sage Araber, ich bin kein Moslem. Wenn ich sage Israeli, ich bin kein Jude. In Israel leben ca. 2% arabische Christen und ich bin einer davon. Ich diene die Gemeinde im Nordgaliläa seit 21 Jahren. Aber vor 38 Jahren bin ich zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Und das war durch einem Kleinmädchen, die war in dieser Zeit 9 Jahre alt. Sie hat mich eingeladen in die Baptistengemeinde zu Jugendkreis und die hat vorher für ihre Familie gebetet. Und dann bin ich einfach so gekommen in diesen Jugendkreis und Gott hat mich begegnet, weil in dieser Zeit habe ich auch eine, zu sagen, Identitätskrise und ich wusste nicht eigentlich, bin ich ein Araber, bin ich ein Moslem, bin ich ein Jude, bin ich ein... Weil hier in Israel ist so viel gemischte auch Religionsgruppe und viele auch ethnische Gruppierungen. Und ich habe es auch immer als Kind irgendwie Hass gegen anderen Religionen, weil man wächst auch in diese Gebiet hier, in diese ethnische Gruppierungen. Als Kind in einer christlichen Familie hat mein Vater immer uns zum Beispiel verboten gemacht in einem muslimischen Freunde haben. Die Muslimen wollten uns zum Islam bringen. Und so diese Krise, dieser Hass, die ich irgendwie wuchs in diesem Gebiet, hat mir immer irgendwie nach einer Frage gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Und was will überhaupt, wenn es Gott existiert, was will von mir oder von unserer Situation? Und wie ich gesagt, mit 23 bin ich zum Glauben gekommen, an Jesus Christus und hat mir wirklich seinem Liebe mir begegnet. Und in diesem Jugendkreis, wo ich zum Glauben gekommen, es war einfach das Thema über Psalm 103, wo einfach der Psalmist gesagt, lobe den Herrn meine Seele. Und da war die Kurzpredigt von dem Pastor dort und er hat gesagt, ja, warum muss uns Gott loben? Weil Gott hat uns so geschaffen nach seinem Ebenbild und er hat uns diese menschliches Sinn gegeben und ihn kennenzulernen und hat betont auch in dieser Zeit über die Liebe. Und dann, wo er erzählt über die Liebe, hat mich wirklich Gott begegnet und habe ich gefragt, wo ist diese Liebe in dieser Situation, wo man wächst in einem Hass zwischen Religionen, zwischen ethnischen Gruppierungen, Juden, Moslem, Christen, Drusen. Und
dann habe ich einfach angefangen, in die Bibel zu lesen und dann begann mit Johannes Evangelium zu lesen. Und dann hat mir einfach mein Pastor einen Tipp gegeben. Und in diesem Tipp war so, ich muss durch Johannes Evangelium immer so einen Strich machen, wo Jesus gesagt, ich bin, ich bin. Und dann habe ich entdeckt, Jesus eigentlich alles. Ich bin der, das Brot, ich bin das Leben, ich bin das Wasser, ich bin das, die Tür. Und so hat einfach mir dieses Interesse in mich geweckt, das ist nach Jesus zu fragen. Und dann auch besonders die Liebe Jesus, gerade auf dem Kreuz. Weil ich weiß, im Islam gibt es so viele Namen für Gott. 99 Namen gibt es im Islam für Gott, aber ein Name fehlt und das ist Gott ist Liebe. Die Liebe Gottes, die durch Jesus Christus offenbart und nicht nur an einen Menschen, nur an eine Art von ethnischen Gruppierungen, sondern für die ganze Welt. Ja? Weil man denkt, ah, Gott hat die Juden lieb gehabt, das ist Juden, ist Gottes Volk, so steht auch im Alten Testament. Aber dann irgendwie auch im Neuen Testament hat mir einfach diese Offenbarung, Liebe Gottes, das ist einfach bei Jesus, es gibt keinen Unterschied, ob das ist Jude oder Heide, ob das ist ein Araber, ob es ist Christ oder Muslimin oder Drusen, ist egal, was ich bin. Jesus will mich haben, hat Interesse an mich und nicht an meinem Religion, hat kein Interesse an meinem Vorfahren oder an ethnische Gruppierungen. Und so bin ich auch durch diese Liebe eingeladen in diese, zu sagen, Familie Gottes. Ich gehöre zur Familie Gottes. Und die Familie Gottes, das ist so wie in einem schönen Garten mit vielen Blumen. Wenn jemand in einem Garten geht und die ganze Blumen nur rot, das ist nicht schön. Aber in diesem Garten, da gibt es rote Blumen, da gibt es auch gelbe und es gibt verschiedene Farben. Und eigentlich, was mich gestört, einfach, dass diese, man lebt hier in Hass, ja. Man wächst, ob das ist in die Kirche, im Religionunterricht, man wächst in diesem Hass und keine Vergebung. Es gibt keine Vergebung. Ich war mit 22 Jahren alt, ich habe keinen Freund, entweder von der jüdischen Seite und auch von der islamischen Seite. Von dem islamischen, weil ich durfte in meinem Haus, von meinem Vater durfte die Muslime nicht zu mir einladen. Und von den Juden sowieso auch. Und dieser Hass hat mir einfach blockiert gemacht gegen Juden und gegen Muslimen. Aber in Jesus Christus, ich konnte kommen und ich konnte einfach diese Befreiung, diese frei werden bei Jesus. Denn Jesus hat gesagt, komm alle, die einfach beladen oder alle, die einfach mit diesem Hass beladen, kommt zu mir, ich will euch einfach vergeben und erquicken. Und bin ich zum Jesus gekommen und habe ich Buße getan, weil ich wusste, das ist einfach Jesus, wie ich gesagt vorher, dass er hat alle lieb, alle Menschen, denn Gott hat alle Menschen lieb, alle ganze Welt. Und dann bin ich einfach zu mir Knie gegangen, habe Jesus in meinem Herz aufgenommen und dann ich konnte wirklich erstens diese Vergebung, die Sünde für mich erstens erleben, dass Jesus hat mir einfach als junger Mann mit 22, mit viele auch viele Sünden, so als Junge hat auch viele Sachen erlebt und gelebt. Ich habe es um Vergebung gebetet und dann danach habe ich gesagt, Jesus, vergib mir diese Hass, die einfach gegen Juden, gegen Moslem, gegen Drusen, und ich konnte alle Menschen lieb haben und ich habe es wirklich bis jetzt auch alle Menschen und ich diene alle Menschen. Und die Botschaft, die ich einfach erzähle jetzt auch in unserer Gemeinde, das ist, Gott hat alle Menschen lieb. Gott hat dich lieb, er hat mich lieb, er hat die Araber lieb, hat die Türken lieb, hat die Juden lieb, hat die Deutschen lieb, hat alle Menschen lieb und er will einfach sie in einem Glaube bringen, in Jesus Christus. Und hat Jesus gesagt, er ging zum einfach für uns einem Haus zu bauen. Und dieses Haus gehört dir, gehört mir, gehört uns. Das ist einfach Jesus im Himmel, der erwartet, dass durch den Glauben dass wir an ihm glauben und zu ihm kommen. Ja, es kommt auch die Frage, warum musste Jesus sterben?
wie ich gesagt, als Kind habe ich mal gehört oder im Religionunterricht wird auch falsche Sachen manchmal erzählt, dass die Juden haben Jesus gekreuzigt. Das sind nicht die Juden. Erstens sind die Römer. Zweitens, wer hat Jesus auf dem Kreuz gehängt? Das ist unser Schuld. Ja? Und Jesus will einfach uns befreien. Das sind nicht die, Menschen, nicht die Römer und nicht die Juden und nicht die Araber, die Schuld haben, Jesus auf dem Kreuz getan, sondern das unsere Sünde. Weil unsere Sünde hat uns einfach getrennt von Gott. Und wie steht in Jesaja im Alten Testament, das ist die, unsere Sünde hat Gott irgendwie sein Angesicht weg von uns gewandt. Und dann durch Jesus Christus, durch den Kreuz, hat Gott uns versöhnt durch einfach diesem Kreuz. Und ja, das ist wichtig zu sagen, das ist die Kreuz hat mein Sünde, dein Sünde, die Sünde die ganze Welt genommen. Denn es steht geschrieben auch in Johannes Evangelium, das ist der Lamm, der einfach das Sünden der Welt auf sich genommen. Ja, ich bin mit 23 zum Glaube gekommen an Jesus Christus und dann ich habe es so Wunsch gehabt, dass Gott mir einfach raus von diesem Land, von diesem Streit rausbringt und dann ich wollte auch irgendwie meine Ausbildung für meine Zukunft und dann Gott hat mir einfach berufen und ihm zu dienen und bin ich auf eine Bibelschule einfach aufmerksam gemacht in der Schweiz und so bin ich auf die Bibelschule gegangen und durch diese Bibelschule in der Schweiz konnte ich erstens die deutsche Sprache lernen und dann die zweite Wunder, dass ich konnte auch meine Frau kennenlernen, weil dann konnte ich Deutsch, meine Frau kommt aus Deutschland. Ich habe sie auch in Israel hier kennengelernt. Die war in unserer Gemeinde, hat mitgedient und bin ich einfach in einem Ferien gekommen. Das war Sommerferien, dann habe ich gemerkt, wie sie einfach Gott lieb hat, auch als Deutsche, die einfach kam nach Israel, um Araber zu dienen. Und die war so auch im Jugendkreis dort tätig und hat mir bewegt, ihre einfach Liebe, die erstens an Jesus und zweitens an die Menschen. Und durch diese Liebe, ich war auch verliebt in diesem Mädchen in dieser Zeit. Und dann habe ich einfach sie kennengelernt und dann Wie ich wurde gesagt, einfach verliebt, verlobt und verheiratet. Und wir sind seit jetzt 21 Jahren glücklich verheiratet und wir dienen Gott beide in Israel hier. Und ja, ich werde gerne euch einladen zu uns nach Israel und willkommen, dass mal in das Heilige Land kommen und eine Reise machen. Ja, ich bete vom Heiligen Land hier aus Israel. Der Land, wo viel auch Streit und viel Blut hat hier erlebt, auch diese ethnisches Hass, Krieg zwischen Juden und Araber. Es gibt nur eine Chance und ein Friede nur durch Jesus Christus zwischen die Araber und die Juden. Dann hat es auch in Epheser Brief steht geschrieben. Dort hat Paulus uns gesagt, er hat einfach diese Mauer, die zwischen die Juden und zwischen die Araber weggenommen. Durch den Glauben an Jesus Christus. Und ich lade dich auch, dass du an Jesus glaubst und diese Mauer, die in deinem Herz, in deinem Leben, wird weggehen. Glaubst mir, lies mal die Bibel, was Jesus auch über die Liebe erzählt hat. Und ja, ich segne dich von diesem Land hier. Adonai ki tov, ki leolam chasdo.
Hallo, ich heiße Renate. Ich bin die Frau von Hatim Sirius, von dem er gerade das Zeugnis gehört hat, wie er Jesus kennengelernt und in sein Leben aufgenommen hat. Wir haben drei Kinder, die Talita, den Emanuel und den Johannes. Talita studiert zurzeit in Haifa. Unser Emanuel ist in Deutschland, in Stuttgart-Hohenheim in der Uni. Und unser Jüngster geht noch in die Schule. Ja, meine Geschichte ist etwas anders als die von meinem Mann. Ich bin Deutsche, ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf neben Stuttgart. Das hört man wahrscheinlich auch vom Dialekt. Und ich hatte Eltern, die auch in Jesus Christus glauben und die haben ihren Glauben wirklich gelebt. Vergebung und Liebe und Hingabe, das habe ich in meiner Familie viel erlebt und dafür bin ich sehr dankbar. Aber es ist nicht damit getan, dass man in einer Familie aufwächst, die Christen sind. Man ist damit nicht automatisch ein Christ. Und das wurde mir bewusst mit 12 Jahren. Mit 12 Jahren habe ich meinen Bruder an einem Verkehrsunfall verloren. Und es war ein einschneidendes Erlebnis. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wo er jetzt ist und was mit mir passiert wäre, wenn ich im Unfall ums Leben gekommen wäre. Und dann war eine Veranstaltung, wo ein Team kam, ein musikalisches Team aus Kanada. Und an dieser Veranstaltung ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass ich eine persönliche Beziehung zu Gott haben muss und ganz persönlich ihn annehmen soll in mein Leben und diese Beziehung leben soll zu ihm. Und an einer dieser Veranstaltungen habe ich mein Leben Jesus übergeben. Ich habe gesagt, Jesus, ich will dir gehören. Sei du Herr in meinem Leben. Ich möchte nicht nur Christ heißen, ich möchte Christ sein. Und das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, ein Schnittpunkt. Und hat dann auch die Auswirkung gehabt, dass ich dann Ruhe hatte und keine Angst mehr. Keine Angst mehr vor Unfällen oder keine Angst mehr, was morgen sein könnte oder vor Terror. Nein, ich wusste, mein Leben steht in Gottes Hand. Und egal was passiert, er hält mich. Und im schlimmsten Fall, wenn ich ums Leben kommen würde, ich wäre bei ihm. Und das hat dann auch meine Entscheidung bestimmt, dass ich nach Israel kam. Ich hatte so eine Liebe, mal nach Israel zu gehen, um das Land zu sehen, in dem Jesus gelebt hat. Und ich dachte, am besten als Volontärin, dann bin ich längere Zeit dort. Und so bekam ich eine Adresse von einer Familie, die eine Volontärin brauchten. Und nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass diese Familie eine arabische Familie ist. Am Anfang hat mich das etwas erschreckt. Ich habe gedacht, oh nein, arabische Familie, eigentlich wollte ich zu einer jüdischen Familie gehen. Ich dachte an Terror und Intifada und es hat mich beängstigt. Aber ich habe gebetet und dann hat Gott mir einen inneren Frieden gegeben. Und er hat mir gesagt, Renate, alle Menschen brauchen Jesus. Auch du, wo du jetzt gerade diese Sendung anziehst, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus als deinen persönlichen Heiland. Er will dich, er liebt dich und er will dich retten vor dem ewigen Tod. Er will, dass du gerettet bist und er hat eine ganz starke Liebe zu jedem von uns persönlich, egal welche Hautfarbe oder welche Rasse oder welche Sprache du bist. Und diese Liebe hat mich dann in eine arabische Familie geführt und ich habe die Araber kennen und lieben gelernt und ich habe auch meinen Mann hier kennengelernt. Und wir sind jetzt seit 20 Jahren in einem Dienst hier unter dem arabischen Volk hier in Israel, ganz im Norden, in Obergaliläa. Ich lade euch ein, das Land zu besuchen. Es ist ein schönes Land, es ist ein gesegnetes Land. Israel hat sehr viele Kulturen und Sprachen und ihr werdet staunen, wenn ihr kommt, was Gott in diesem Land getan hat. Wir leben seit 20 Jahren hier in Israel. Wir haben so viele Wunder erlebt. Und die letzte Wunder, die wir einfach ganz neu erlebt haben, dass wir ein Bauland bekommen, gratis von einem jüdischen Bürgermeister in Ma'alot Tarshiha. Das ist eine jüdische Stadt mit einem kleinen arabischen Dorf, das ist dazugekommen. Und der jüdische Bürgermeister hat uns ein Land, ein Bauland gegeben, wie ich gesagt, gratis, um eine Kirche, eine christliche Gemeinde, Kirche zu bauen dort. Und er freut uns sehr, auch Leute, die auf dem Herz vielleicht uns auch
diese Bauland oder diese Kirche unterstützen und bauen, dann ist es willkommen. Ja, und wenn jemand noch gerne uns besuchen oder im Heiligen Land kommen, dann kann es einfach bei uns kommen. Wir haben eine Ferienwohnung, kann man auf die Seite von ferienbeichristen.de reingehen und dann wird es Israel. Und wir sind eigentlich dort unsere Adresse mit dem auch Kontaktadresse. Willkommen in Israel und genieß auch das Wetter, die Sonne. Wenn es in Deutschland schneit und kalt, dann kannst du hier kommen und Sonne auftanken. Ade, auf Wiedersehen und tschüss. Also ganz herzlichen Dank, Hatim. Ja. Ganz herzlichen Dank, Renate. Gern geschehen. Und ich hoffe, Sie sind durch diesen Bericht angesprochen worden. Es ist wirklich so, dass Gottes Liebe und die Liebe von Jesus uns komplett verändert. Deshalb möchte ich Ihnen Mut machen, Jesus in Ihr Herz aufzunehmen. Er ist der Friedefürst. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.